Moin Leute, hier ist Max von The Mystery Tiger mit einem Gameplay auf der Map Carrier mit der MSMC. Endscore ist 36:0. Ja, und wie ihr seht wahrscheinlich, oder glaube ich, erstmal ist es auf der PS3 erspielt. Von Dr. Smirnoff. Und ja, das ist ganz gut geworden. Unser Thema heute ist KFC und seine Gefahren. Und eine Bahnfahrt mit deiner Oma. Also, ihr müsst euch mal vorstellen. Ihr steht auf am Wochenende, 11 Uhr. Denkt so, oh, heute kannst du was richtig Geiles gönnen. Fährst du mal zu KFC durch die halbe Stadt durch. Die halbe Stadt, das hat locker bis hin und rück, war 3 Stunden gedauert. Auf jeden Fall, naja, wir fahren zu KFC. Denkt, das ist nichts mehr Böses, ne? Und dann, wir sind da so drin, essen so. Und die haben uns natürlich, wo wir uns gleich am Anfang aufgeregt haben, nein, wir haben keine Servietten bekommen. Dann der hier, der Dr. Smirnoff steht auf, will hingehen, ne? Sieht die Stufe nicht. Und packt sich was gegen die Wand ab, ne? Das sah so geil aus, das sah so geil aus. Und dann hier mein, ich dann gleich so, hä? Da haben wir mit dem Restaurantleiter gesprochen. Weil da ist ja kein Schild, vor sich hinfallen für idiotische Leute wie Dr. Smirnoff. Kennt diese vorige Stufe-Schilder? Also das war halt nicht da und das war eine richtig ziemlich hohe Stufe. Und er hat sich voll abgepackt. Weil er saß so, er hat es auch nicht so gesehen, weil davor waren alle Stühle und dann siehst du nur so einen kurzen Spalt dadurch, dass da was ist. Und er war halt so fixiert auf die Taschentücher, sag ich schon, auf diese Servierten, dass er es nicht gesehen hat. Und dann der Restaurantleiter, ja, tut uns sehr leid, werde ich weiterleiten. An wen denn? Ich dachte, du bist der Restaurantleiter. Also wirklich, an wen willst du es weiterleiten? Vielleicht an die Bosse von Oma, du bist der Restaurantleiter, du hast es sowas zu sagen, zu entscheiden. Ja, dann am Ende noch der, den Beschäftigten, den wir da angesprochen haben, ne? Der hat dann nochmal, als Dr. Smith da vorbeigelaufen ist, ne? Hat aber gesagt, Vorsicht, Stufe. Provokant. Sollen wir in so einen Laden nochmal reingehen? Und nochmal durch die halbe Stadt durch? Wirklich, sowas bringt oder nichts. Also, wirklich. Ich bin König. Ich bin sowieso König. Ja, dann fing die Rückfahrt an. Wir steigen in die Bahn ein. Erstmal nix. Also eine S-Bahn, ne? Steigen um. Und Dr. Smirnoff hatte keinen Bock mehr zu stehen, weil in der Bahn davor haben wir halt gestanden, weil die mega voll war. Und dann in der zweiten Bahn will er richtig schnell reinrushen. Und seine Oma schubst ihn aus der Tür raus. Ich kann's nicht mehr. Das hätte man sehen müssen. Ich. Ja, hätte er kein Video von gehabt. Oh. Eine halbe Minute haben wir noch. Ich kann nicht mehr. Also, ganz ehrlich, nicht so. Ja, lass uns mal erstmal rausgehen. Nein, du den weggeschubst. So richtig zu hin. Da hinten was umgefallen ist. Also, ich sag, fast zweimal heute hat er einen Unfall gehabt. Ich hätte gewünscht, du wärst umgefallen beim ersten Mal. Mindestens beim zweiten Mal hätten wir jetzt auch irgendwie Versicherungsprämie bekommen. Ja, wie geht das Video eigentlich nochmal? Ja, wir wollten uns auch nochmal entschuldigen, dass es so lang gedauert hat, dass wir wieder keine Videos mehr gemacht haben. Ich habe Praktikum, Dr. Smith hat Praktikum. Wir kommen einfach nicht dazu, wir müssen Berichte, alles Mögliche schreiben danach und haben auch ziemlich lange Praktikum. Ja, das war es auch erstmal wieder für heute. Videos kommen spätestens wieder in 2 Tagen. Haben wir es schon vorgesorgt für. Ja, bis dann, Leute, ne? Oh, 3 Leute. Euer Dr. Smirner. Tschüss! Ach, und eine Sache nicht vergessen. Wir haben einen Abonnenten verloren. Es tut uns sehr leid, dass wir so lange keine Videos mehr gemacht haben. Bis dann. Tschüss!